Ja, hier nochmal der genaue Unterschied zwischen einer Dokumentvorlage und einem normalen Dokument. Man sieht hier schon mal optisch die Unterscheidung. Und wie gesagt, wenn ich das normale Dokument öffne und verändere hier entsprechend den Inhalt, gehe auf Speichern, dann wird hier entsprechend diese Vorlage überschrieben. Wenn ich sie nochmal aufmache, dann ist das jetzt entsprechend verändert. Wenn ich hier eine Dokumentvorlage öffne, sichtbar an diesem gelben Balken und an der Dateiendung .dot oder .x, wenn ich hier doppelt draufklicke, dann geht eine Kopie von diesem Dokument auf. Wenn ich jetzt hier entsprechend eine Veränderung vornehme und möchte hier speichern, dann wird mir automatisch vorgeschlagen, dass ich nochmal neu speichern muss. Und hier haben wir dann allerdings ein neues Dokument. Und das ist hier entstanden. Wenn ich hier nochmal drauf gehe, dann sieht man, das Dokument ist unverändert. Nochmal die Vorgehensweise, wie ich eine Dokumentvorlage überhaupt erstelle. Ich kann also jedes x-beliebige Dokument hernehmen. Das machen wir mal wieder weg. Und dann kann ich sagen, Datei, speichern unter. Und ich sage dann nicht Word-Dokument, sondern Word-Vorlage. Und dann sieht man hier entsprechend einen anderen Dateityp. Und wenn ich hier sage Speichern, ja gut, da wird jetzt die Datei ersetzt, sage ich Vorlage 1. Und dann habe ich hier nochmal eine Dokumentvorlage erstellt. Ja, nochmal zum Dateityp. Wenn ich hier beim normalen Word-Dokument auf Eigenschaften gehe, dann sehe ich hier Word-Dokument, da steht hier DocX. Und wenn ich bei der Gebri-Vorlage nachschaue, dann steht hier Word-Vorlage und die Endung ist .x.